Hey Leute und herzlich willkommen bei Aprikosenklang. Ich bin Anne und ich erzähle euch heute, was ich im Winter aus Japan vermisse. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, denn diese Liste hat dieses Mal 5 Punkte und nicht nur 4 Punkte. Also der Beweis dafür, dass ich in dieser Videoreihe mehr als 4 Punkte auflisten kann. Im letzten Video habe ich ja bereits gesagt, dass mir die Liste für den Herbst irgendwie am schwersten gefallen ist. Und bei der Vorbereitung für dieses Video habe ich auch noch einen weiteren Grund dafür festgestellt. Irgendwie ist es so, dass ich viele Dinge, Unternehmungen, Tipps und Essen, die eigentlich so mit dem Herbst in Verbindung gebracht werden, ja, dass ich die persönlich immer auch mit dem Winter in Japan in Verbindung bringe. Also zwei Beispiele wären Nabe oder Onsen. Und irgendwie ist da dann nicht mehr so viel für den Herbst übrig geblieben. Ja, wahrscheinlich ist deswegen aber auch diese Liste hier ein bisschen länger geworden und bevor ich zu viel vorne wegnehme, fangen wir direkt an mit Punkt Nummer 1. Klarer Himmel und der Fuji. Ich habe in dieser Reihe ja jetzt schon öfter davon geredet, dass die Temperaturen in Japan und vor allen Dingen in Zentraljapan sehr viel milder sind als bei uns. Und das ist natürlich im Winter genauso. Was ich wettertechnisch im Winter aber sehr viel beeindruckender fand, war der immer klare und immer blaue Himmel. Natürlich gab es auch Tage, wo der Himmel mal grau oder bewölkt war, aber insgesamt ist mir der Himmel in Japan im Winter einfach so klar und so blau in Erinnerung geblieben. Und ich bin nicht die Einzige, die diese Assoziation hat. In meiner Umfrage auf Instagram zur Vorbereitung dieses Videos hat jemand auch genau diesen Punkt genannt. Und gerade wenn ich so zurückdenke an die Ausblicke auf Mount Fuji, sind mir einfach die Winterausblicke so viel prägnanter in Erinnerung geblieben und einfach so viel schöner vor allen Dingen auch. Und ich habe auch im Winter die meisten und schönsten Bilder von den Ausblicken auf Mount Fuji gemacht. Und wenn ich an den Winterhimmel in Deutschland denke, dann ist der meistens eher weiß, wenn nicht sogar grau und so ein bisschen matschig. Illuminations, also Beleuchtungen. Das ist vor allen Dingen in japanischen Großstädten voll so ein Ding. Und ich dachte erst, dass das Ganze ziemlich amerikanisch angehaucht ist, aber irgendwie haben japanische Beleuchtungen nochmal ihren ganz, ganz eigenen Charme. Und auch abseits von den Großstädten gibt es ganze Illumination Festivals, was sozusagen riesige Feste sind, die eigentlich eher Ausstellungen von Winter- und Weihnachtsbeleuchtung sind. Das sind auch super beliebte Date-Spots für Japaner im Winter. Ich selber habe mir jetzt so ein Festival nicht angeguckt, aber generell ist mir das Thema Beleuchtung in Japan einfach so viel ja, fröhlicher, bunter und irgendwie auch ein bisschen ästhetischer in Erinnerung geblieben, als das bei uns ist. Aber vielleicht kann das auch aktuell daran liegen, dass ja, wir halt letztes und dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte hatten und so richtig schöne Beleuchtung. Jedenfalls in der Gegend, wo ich wohne, gerade nicht so existent sind. Onsen. Im Winter ist es in Japan trotz der milderen Temperaturen durchaus kalt. Eine gute Art, sich aufzuwärmen, sind Onsen. Wer hätte es gedacht? Neben der Tsuyu-Zeit war auch der Winter die Zeit, in der ich sehr viel und sogar am meisten im Onsen war. Ihr denkt jetzt, klar, drinnen kalt. Drinnen kalt? Nee, lieber nicht, aber in Japan schon. Ihr denkt jetzt sicher, klar, draußen kalt, drinnen warmes Bad, macht ja voll Sinn. Aber noch viel besser sind Outdoor-Onsen im Winter. Man muss zwar einmal die Hürde überwinden, vom warmen drinnen einmal durchs Kalte zu huschen, um da draußen in das warme Bad reinzusteigen, aber ich sag euch, danach wollt ihr erstmal eine Weile lang nicht raus. Gerade wenn der Onsen auch noch eine schöne Aussicht hat, bei Nacht oder so, in Japan ist es im Winter gefühlt eh die ganze Zeit dunkel, dann ist es einfach so was Schönes zum Entspannen, um runterzukommen. Aber ich empfehle euch trotzdem, bleibt im Winter nicht zu lange im Onsen. Mich hat das kreislauftechnisch noch mal ein bisschen mehr weggekickt als in den anderen Jahreszeiten. Ein bisschen nostalgisch werde ich bei diesem Thema aber immer, denn in der Nähe meines Wohnheims gab es einen Onsen, der einfach die schönste Aussicht über Kofu hatte. Allerdings war dieser Onsen in einem Hotel und das Ganze war sehr weit weg vom Schuss. Also wirklich, ihr müsst euch vorstellen, mein Wohnheim war schon nicht gerade zentral und eigentlich am äußersten Rand der Stadt. Und von dort aus waren es nochmal 2 Stunden Fußweg. Ja, man hätte auch mit dem Auto oder mit dem Bus fahren können, aber ja, glaubt mir, dieser Onsen war wirklich einfach so weit weg von allem.
was dazu geführt hat, dass das Hotel Samt Onsen Anfang 2017 leider schließen musste. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schade, denn ich habe diese Aussicht so geliebt und ich bin einfach so froh, dass ich einige Male dort war und auch in der letzten Woche, glaube ich sogar, noch einmal da war und diese wunderschöne Aussicht genossen habe. Warme Getränke aus den Automaten. Winter ist kalt bedeutet auch Reisen im Winter ist kalt. Und eine Sache, die mich immer ziemlich gerettet hat, wenn ich im Winter sehr lange unterwegs war und komplett durchgefroren gewesen bin, waren die Jidohanbaikis, also die Getränkeautomaten. Viele von denen haben nämlich so vorgewärmte Getränke oder sogar Suppen. Und das Gute daran ist, die wärmen euch gleich doppelt. Denn einmal wärmen sie euch von innen, wenn ihr das trinkt, und einmal wärmen sie auch eure Hände. Denn die sind oft immer so in kleinen Metalldöschen oder Fläschchen abgefüllt, die halt die Wärme natürlich auch gut aufnehmen, aber auch dann an eure Hände abgeben. Und das hat mich wirklich, also bei so vielen Reisen davor bewahrt, komplett durchzufrieren. Und naja, also wir wissen, dass es in Deutschland generell keine Getränkeautomaten gibt wie in Japan. Deswegen brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht so viel weiter darüber reden, ne? Beheizte Toilettensitze. Okay, bei diesem Punkt bin ich sehr im Zwiespalt, wie sehr ich das wirklich vermisse und hier in Deutschland haben wollen würde. Oder wie sehr ich das Ganze an der Stelle nur romantisiere. In Japan gibt es Toiletten, die haben beheizte Sitze oder die können die Sitze beheizen. Und im Winter ist es einfach genial. Aber man muss dazu sagen, dass es in Japan auch keine Zentralheizung gibt und generell auch die Häuser nicht so gut isoliert sind, was dazu führt, dass es immer ziemlich kalt ist, auch drinnen. Und naja, ein beheizter Toilettensitz in einem komplett kalten Bad hat es, glaube ich, relativ einfach positiv hervorzustechen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich, bevor ich in Japan war, noch nie davon gehört habe, dass man Toilettensitze beheizen kann, und ich fand die Idee komplett genial. Wenn ich jetzt aber an mein Bad und explizit an meine Toilette hier in Deutschland denke, habe ich nicht das Gefühl, dass ein beheizter Toilettensitz irgendwas signifikant verbessern würde, aber es ist mir eben trotzdem sehr einzigartig in Erinnerung geblieben. Ja, deswegen bin ich irgendwie sehr hin und her gerissen, was das angeht. Aber da ich sowieso irgendwann gerne einen japanischen Toilettensitz hätte, würde wahrscheinlich abseits der Stromkosten nichts dagegen sprechen, wenn der beheizt wäre. Die erste Runde dieser Videoreihe ist geschafft. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Liste im Winter gerne in Deutschland hättet. In der zweiten Runde dieser Videoreihe betrachten wir die Jahreszeiten nochmal aus einem etwas anderen Blickwinkel und ich werde euch erzählen, was ich aus den Jahreszeiten in Japan definitiv nicht vermisse. Tja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu drücken und wieder im nächsten Video einzuschalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in meinem nächsten Video.